Na Blejskem gradu v galeriji Stolp predstavlja slikarsko razstavo z naslovom Trenutki preko obzorja slikar profesor dr. Albert Hofmann. Albert Hofmann je oseba z zanimivo življenjsko zgodbo, ki ga je pripeljala do umetnosti. Kind hat mich schon fasziniert, die Kunst, wenn ich in Zeitungen gesehen habe, damals war das sehr selten. Die Leute waren arm, wir haben nicht einmal eine Zeitung gehabt. Aber hier und da, wenn ich Bilder manches Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, ich möchte auch so malen. Da war ich dann so 8 bis 10 Jahre. Mit 11 Jahren hatte ich einen Unfall, da habe ich den rechten Arm verloren. War aber kein Problem für mich. Es war insofern vielleicht sogar ein Vorteil. Ich bin nie gern in die Schule gegangen. Und wie ich den rechten Arm verloren habe, war der erste Gedanke der, jetzt brauche ich nie wieder schreiben. Und habe geglaubt, ich muss nicht mehr in die Schule gehen. Das war aber nicht so. Man hat so lange probiert, mich zum Schreiben zu bemühen, bis ich dann doch geschrieben habe. Aber in dieser Zwischenzeit habe ich immer gezeichnet. Alles, was ich gesehen habe oder auch, was die Leute erzählt haben, das war 1956. Da sind noch viele vom Krieg, von der Gefangenschaft gekommen und ich habe das alles aufgezeichnet. Ich habe mir das alles so vorgestellt. Po uspešni podjetniški karieri je spregledal, da si želi nekaj več od življenja. Zanimalo nas je, kaj je to. Dann bin ich dann 14 Jahre geworden, als geheißen, du musst jetzt arbeiten gehen. Und dann habe ich Kaufmann gelernt bei einer sehr renommierten Kaufhaus in Wien, bei der Firma Herzmanske. Das war ein altes Traditionshaus. Und da ist man noch so richtig in die Lehre gegangen und hat müssen immer schön angezogen sein und schön gebürstet und die Nägel sauber. Und die Kunst hat mich aber nie aus den, habe ich nie aus den Augen verloren. In Wien habe ich dann sehr viele Möglichkeiten gehabt, Kunst anzusehen. Da war ein gewisser zeitgenössischer Künstler, Kurt Moldovan, damals mit Aquarelle. Und ich habe immer etwas probiert. Nun ist aber dann die Sturm- und Drangzeit gekommen. Die Mädchen sind gekommen, habe ich nicht mehr so viel Interesse gehabt momentan für die Kunst. Habe dann geheiratet, es sind dann Kinder gekommen und da hat man müssen natürlich schauen, dass man das Leben aufbaut. Da war ich selbstständiger Kaufmann, habe eine Firma gegründet, bis ich dann so mit 35 Jahren gesagt habe, das ist nicht alles. Das war für mich keine Erfüllung und habe immer wieder auf die Kunst geschaut. Und bin dann mit 38, 39 Jahren habe gesagt, okay, ich mache jetzt den zweiten Weg, die Kunst. Predsednik avstrijskega parlamenta je Albertu za njegovo delo podelil častni križ za znanost in umetnost, prijel pa je tudi zlati znak svojega rojstnega kraja. Njegov ustvarjalni opus obsega grafike, monotipe, akvarele in slike v akrilni ter oljni tehniki. Jetzt momentan bin ich unterwegs, weil ich meine, das ist ganz wichtig, dass die Kunst in der ganzen Kunstgeschichte immer sehr viel beigetragen hat, um die Menschen, die Völker, um eine Verständigung, eine friedliche Verständigung. Weil Kunst und Kultur macht nie einen Krieg und führt immer zusammen, egal welche Sprache, egal ob Grenzen sind oder nicht. Und ich denke, in dieser Zeit, wo Gott sei Dank nicht hier, aber trotz Nordafrika und so weiter, überall das nicht so gut ausschaut mit dem Frieden, was er auf der Welt leider nie ganz gegeben hat, ist es vielleicht wieder wichtig, sowas zu forcieren. Und so habe ich auch organisiert, slowenische Künstler, das ist im Schloss Glocknitz bei uns, am 29. August eine Ausstellung mit arrivierten slowenischen Künstlern, 5 von mir und 5 von Niederösterreich, also akademische Maler. Wenn wir dann eine große Ausstellung haben. Das will ich aber so weitermachen und immer wieder mit verschiedenen Ländern, mit Litauen ist das nächste Land, mit Marokko, vielleicht auch sehr wichtig, weil das doch eine andere Welt ist. Umetnost želi prenesti na soljudi, kot učitelj in oseba. Prav zato svoje delo in delavnice rad prikazuje in izvaja izven domačih meja. Prav to so trenutki preko obzorja.